Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren World of Warcraft Legion Video mit eurem Brocken. Ja, und wie der Titel schon verrät, geht es heute um die Nebelwirker, beispielsweise Heil, Monk, Makros. Ja, da habe ich mir auch was ganz Effizientes und Leichtes ausgedacht und damit ihr gleich seht, worum es geht, zeige ich euch die auch mal, die ich mir da so ein bisschen zusammengeschustert habe. Das kommt später dran. Ja, ich habe halt einmal komplett jeden Heal so, der wie hier zum Beispiel Beleben, Erneuernder Nebel, den Überschwang und Einhüllender Nebel, habe ich komplett alle, wie ihr seht, das ist komplett das gleiche Makro, nur sozusagen die Fähigkeit geändert. Ja, was macht dieses Makro denn genau, was ich da jetzt gemacht habe? Das Ganze zeige ich euch einfach mal mit hier, kann ich ja mit dem Nebel hier, kann man das ja mal machen, wir haben es ja hier. Ja, das ist ganz einfach, wenn ich jetzt hier Mouse-Over mache auf einen Spieler und drücke die 2, caste ich halt direkt meinen Nebel auf das Ziel, was ich über Mouse-Over habe. Wenn ich das auch hier in Raid zum Beispiel mache, funktioniert das natürlich ebenfalls, wenn die in Reichweite sind. Ja, das hat aber natürlich noch viel mehr drauf, das Makro. Also ich kann es einmal nutzen für Mouse-Over natürlich. Das ist das eine, wenn ich kein Mouse-Over habe in diesem Makro sozusagen, nutzt das Makro direkt mein Target, was ich anvisiert habe. Sollte ich aber auch kein Target haben, nutzt das Makro sozusagen als nächstes dann, fragt das Makro ab, okay, ich habe kein Mouse-Over, dann nutze ich Target. Ich habe kein Target, fragt sich sozusagen das Makro ab, solltet ihr dieses natürlich auch nicht haben, nutzt das Makro automatisch einen Fokus. Solltet ihr aber auch keinen Fokus haben, heilt euch das Makro einfach selber. Das macht es halt dann sozusagen mit allen. Wenn ich jetzt hier nichts habe und drücke auf die 2, zack, caste ich den Nebel durchgehend auf mich. Gehe ich jetzt hier auf Mouse Over drüber, drücke ich die 2, heile ich den Spieler, nehme ich den Spieler ins Target, gehe ich dann drüber sozusagen. Bleibt es halt hier, weil ich das dem Makro sage. Habe ich jetzt aber zum Beispiel, wie gesagt, habe ich den Spieler jetzt nicht per Mouse-Over drin, sondern habe nur den Spieler jetzt direkt im Target zum Beispiel. Dann schwenkt er über auf das Target und so weiter. Also es ist halt darauf festgelegt, Mouse-Over durchgehend. Mouse-Over ist Punkt 1. Dann ist es halt, danach ist es das Target als zweiten Punkt sozusagen, was abgefragt wird. Fokus sollte nichts von den dreien vorhanden sein. Castet ihr automatisch den Heal auf euch selber. Das habe ich sozusagen mit, Einhüllender Nebel gemacht. Das habe ich mit dem Überschwang gemacht. Das habe ich mit Erneuerter Nebel gemacht. Und das habe ich mit Beleben gemacht. Damit habt ihr sozusagen diese vier Haupt-Heal-Zauber, die ihr nutzt. Alle in einem komplett easy Mouse-Over-Makro. Inklusive halt, wie gesagt, Target-Fokus. Oder euch selber halt alles in einem. Erspart euch natürlich eine Menge rumgeklicke und ja, dann habe ich so ein CD-Makro sozusagen noch zusammengebastelt. In dem habe ich Shiyi, den roten Kranich, reingemacht, Belebung und den Lebenskokon habe ich reingemacht. Das Ganze funktioniert aktuell dann so, wie es hier steht. Wenn ich jetzt einfach mal hier auf sozusagen auf mein Makro drücke, ohne dass ich jetzt Alt oder Shift gedrückt halte, dann starte ich meinen Lebenskokon, in dem Fall jetzt mal auf mich selber. Wenn ich Shift drücke und dieses Makro drücke, dann starte ich die Belebung. Wenn ich Alt und das Makro drücke, dann starte ich den Shiyi, den roten Kranich. So habt ihr nochmal alle eure CDs sozusagen in einem Makro kompakt nochmal verpackt sozusagen. Und ja, erspart euch dadurch natürlich wieder zwei weitere ganze Tasten. Ja. Das war es auch eigentlich so schon von den Monk-Heal-Makros. Wenn ihr da vielleicht noch ein bestimmtes gerne haben möchtet oder so, könnt ihr mich natürlich jederzeit gerne anschreiben in der Kommentarbox. Dann werde ich darauf natürlich so schnell wie möglich antworten und mein Bestes noch geben, euch ein Makro nachzureichen oder euch es oder ein Video darüber machen. Ansonsten hoffe ich, dass euch die Makros gefallen haben, dass sie wieder hilfreich waren. Wenn ja, einfach einen Daumen nach oben, dann weiß ich, dass sie euch geholfen haben, die Makros. Ja, und wenn ihr, wie gesagt, natürlich noch Fragen habt, einfach in die Kommentarbox. Ansonsten, ja, könnt ihr mich natürlich auch jederzeit gerne abonnieren. Dann seid ihr immer auf dem Laufenden, was ich wann, wo, wie gerade mache. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall noch ein schönes Wochenende. Und morgen am Samstag
kann ich hier direkt ankündigen, kommen die Demon Hunter Tank Makros. Also für die, die es interessiert, schaltet morgen dann wieder fleißig ein. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Ich bin raus, haut da rein, euer Brocken.